In diesem Video geht es um die Fairywell P11 Schallzahnbürste. Schallzahnbürste bedeutet, dass diese Bürste keinen rotierenden, sondern einen hochfrequenzschwingenden Bürstenkopf hat. Das Ganze kommt in einer echt schicken Verpackung, so wie man sie nur von Tablets oder ähnlichem kennt. Mit einer sehr hochwertig anmutenden Verpackung. Dann habe ich in einer Verpackungshälfte dann die Zahnbürste mit einem Aufbewahrungscase. Das heißt, so auf Reisen oder ähnlichem kann ich dann die Zahnbürste ganz easy mit transportieren. Das Case ist cool gestaltet. Ich habe hier ein Einlagefach und für den Aufsatz und kann die Hauptzahnbürste dann dort unten einbringen. Die Zahnbürste selber erinnert so ein bisschen an ein Lichtschwert, ist relativ leicht, hat unten einen Ladeanschluss. Mit einem Tastendruck lassen sich quasi drei Funktionen durchschalten. Einmal volle Leistung, dabei leuchtet dann quasi hier dieser Ring komplett. Als Zubehör liegen der Zahnbürste mehrere, in Summe vier hygienisch verpackte Bürstenkopfaufsätze bei, die sich dann einfach quasi so drauf schieben lassen. Hier oben ist das Ganze nochmal abgedichtet. Und dann habe ich quasi dieses hochfrequente Schwingen dann aktiv. Und nebenbei ist noch ein Ladekabel vorbei. Eine Seite USB, andere Seite Ladeanschluss für die Zahnbürste und ein kleiner Adapter, in dem man aus dem Ladekabel dann auf Reisen auch sein Micro-USB oder USB-C-Gerät aufladen kann. Eigentlich pfiffig überlegt. Es liegt noch so eine kleine Garantiekarte bei und natürlich eine Anleitung, in der unter anderem auch die deutsche Sprache vorhanden ist. Die Zahnbürste an sich ist sehr leicht von der Bedienbarkeit für kleine Hände. Der Knopf ist recht weit oben. So auf dieser Höhe wäre das angenehmer gewesen. Das Transportcase ist recht simpel zu nutzen. Ich kann einerseits die Zahnbürste, Aufsatz und die Zahnbürste einsetzen, reinstecken und dadurch, dass oben die auch eine Entlüftung und unten auch ein Wasserablauf und eine zweite Möglichkeit, einen Bürstenkopf zu befestigen, vorhanden ist, muss man da auch nicht Angst haben.